Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier in der Verti Music Hall, das ist Berlin! Ja, liebe Zuschauer im Livestream, auch Sie sind herzlich willkommen. Wir freuen uns, mit Ihnen in den ersten Titelkampf des heutigen Abends zu gehen. Und da geht es um nichts Geringeres als 10 Runden in der WBC-Weltmeisterschaft der Frauen im Atomgewicht. Diese Veranstaltung wird präsentiert von SES Boxing aus Magdeburg. Und wir kommen nun zu unseren Kämpferinnen. Holen wir die Boxerinnen in den Ring und starten mit der roten Ecke. Die Dame kommt aus Augsburg, aus Deutschland. Wir sagen herzlich willkommen. Please welcome Tina, Tiny Tina Ruprecht. Willkommen im Ring, Tiny Tina Ruprecht! Holen wir Ihre Gegnerin in die blaue Ecke. Aus Ústí nad Labem, aus der Tschechischen Republik, begrüßen wir die SES-Fighterin mit einem herzlichen Applaus hier in Berlin. Das ist Fabiana Bütici! Welcome in the ring, Fabiana Bütici! Meine Damen und Herren hier im Saal, wie es sich gehört für eine Weltmeisterschaft, bitte ich Sie, sich von den Plätzen zu erheben für die Nationalhymnen. Please rise from your seats for the national anthems. Wir beginnen mit der deutschen Nationalhymne. Musik.
die tschechische Nationalhymne. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. Supervisor vom World Boxing Council, Malte Müller-Michaelis aus Deutschland. Die Punktrichter, the Judges, Jürgen Langosch aus Deutschland, Brahim Ait aus Belgien und Pavel Heinig aus Tschechien. Nun möchten wir Ihnen die Boxerinnen in den jeweiligen Ecken vorstellen. In der roten Ecke die Frau aus Deutschland, sie kommt aus Augsburg, ist 31 Jahre alt, brachte gestern beim offiziellen Wiegen 45,8 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,47 Meter. Ihre Kampfbilanz, 14 Kämpfe. 12 Siege, davon 3 durch Knockout. Eine Niederlage, einmal unentschieden. Begrüßen wir die ehemalige Weltmeisterin im Minimumgewicht. Hier ist Tiny Tina. Hier ist Tina Ruprecht. Ihre Gegnerin in der blauen Ecke kommt aus Ústí nad Labem, aus der Tschechischen Republik. Sie ist 28 Jahre alt, wiegt 46,2 Kilogramm und ist 1,64 Meter groß. Ihre Kampfbilanz, 22 Kämpfe, davon 20 Siege, davon 5 durch Knockout. Zweimal ging es unentschieden aus. Begrüßen wir die Boxerin aus dem SES-Boxstall, die fünffache ungeschlagene Weltmeisterin. Hier ist Fabiana Bujcicic. In ihrer Ecke der ehemalige Welt- und Europameister und ihr Trainer Lukas Konieczny. Der Ringrichter dieses Kampfes, the referee in charge, Hendrik Schramm aus Deutschland. Auch der bekommt einen Applaus. Okay, ladies, I want to have a clear, fair fight. After a knockdown, go in a white collar before I start the count. Protect yourself all the time and touch gloves. Ladies and gentlemen, give me the Weltmeisterschaft. This is SES. Box. Und damit kann es losgehen. 10x2 Minuten Weltmeisterschaftskampf im WBC Atomgewicht. Fabiana Bujcicic trifft auf Tina Ruprecht. Fabiana Bujcicic, die amtierende Weltmeisterin, hat den Titel zuletzt zweimal gegen Elizabeth Lopez Corso aus Mexiko verteidigt und sieht hier in Tina Ruprecht eine Gegnerin, die viel gezeigt hat, auch wenn der letzte Kampf eine Niederlage war in den USA gegen Siniesa Estrada, die Nummer 1 der Welt. Aber auch da, sagt Tina Ruprecht, ist sie gestärkt hervorgegangen. Vielleicht zu den Basics. Beide sind Normalauslegerinnen und wir haben es eben angesprochen. Es gibt einen enormen Größenvorteil für die Tschechin, für Bujcicic. Sie wird versuchen, Ruprecht auf Distanz zu halten. Weiß von ihren gefährlichen Haken, davon haben wir eben einen schon sehen können. Und auf der anderen Seite möchte Tina Ruprecht von Anfang an nach vorne marschieren. Sekiro na zadní,
einige sehr klare Treffer von Tina Rupprecht, die von Anfang an Vollgas gibt. Trainer Alexander Hahn sagt, sie ist wie ein Pitbull im Ring. Wenn sie einmal das Stück Fleisch zwischen den Zähnen hat, lässt sie es nicht mehr los. Wir verstehen kein Tschechisch, deswegen rede ich mal drüber, Andreas. Wir sehen Lukas Konecny, den Trainer von Fabiana Bütici, der zufrieden sein kann mit dieser Runde oder eher nicht? Ich habe ehrlich gesagt Tiny Tina Rupprecht ein bisschen vorn gesehen, weil sie einfach die aktivere Boxerin war. Und auch ein paar Treffer gelandet hat. Sie hat einfach mehr getan in dieser ersten Runde. Deswegen würde ich aus meiner persönlichen Sicht 10-9 für Rupprecht geben. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Es gibt das sogenannte 10-Points-Must-System. Sollte es nicht zu einem K.O. kommen, wird ausgepunktet nach diesen 10 Runden. Die Gewinnerin jeder Runde bekommt 10 Punkte, die Verliererin 9. Sollte es einen oder mehrere Knockdowns geben, sieht das natürlich anders aus. Aber dann informieren Sie sie. Also, Andreas Witte punktet diese erste Runde für Tina Rupprecht. Es gibt übrigens auch ein Open Scoring, das heißt, wir werden nach der vierten und nach der achten Runde erfahren, wie es steht. Die Boxerinnen übrigens auch. Das verändert natürlich ganz schön die Dynamik des Kampfes. Also viel Zeit haben die beiden nicht gebraucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist auch das, was wir in ihren letzten Kämpfen jeweils beobachten konnten von Rupprecht und Bütici. Bütici 3 Jahre jünger, 28, aber auch Tina Rupprecht perfekt austrainiert. Super vorbereitet, aber das gilt für beide Boxerinnen. Cleveres Bewegungsverhalten von Tina Rupprecht, die immer wieder nach vorne stößt, ihre Treffer landet und dann zurückgeht und so den langen Armen von Fabiana Bütici ausweichen kann. Auch gerade gut zu sehen, diese Pendelbewegung, mit der die Deutsche, die ja auch schon einmal Weltmeisterin war, im Minimumgewicht, das ist eine Gewichtsklasse drüber, no holding, step back, come on, break. Step back, time. Jetzt gehen wir mal in die rote Ecke und hören da mal rein, was Alexander Hahn zu sagen hat. Alles gut. Zu viel gemacht. Halbe Runde gut gemacht. Du spielst immer Akzente. Wenn du zu viel machst, irgendwo ist immer dieses Schrauber. Okay? Hat man. Okay? Arme sind gut drauf. Fühle. Du machst schon rechte abschließen und die rechte bei dir bleibt. Okay? Suche den Gang zum linken Haken zum Kopf. Arbeite Körper. Arbeite Körper. Arbeite Körper. Nach oben. Okay? Und dann aber nicht zurück, links oder rechts. Taufe ab, drehe. Wenn du Körper positionieren und arbeiten, nicht schieben, schmeißen. Okay? Alexander Hahn, der Trainer von Tina Rupprecht, der sie schon seit ganz jungen Jahren begleitet, hat sie zur Geduld gemahnt, nicht zu viel machen zu wollen. Das ist auch das, was er im Vorfeld dieses Kampfes erwähnt hat. Und Andreas, ich habe gesehen, du hast diese Runde Fabiana Bütici gegeben. Ja, weil ich fand, dass sie sich ein bisschen besser auf die Gegnerin eingestellt hat. Sie auch 2-3 Mal gut abgekontert hat, auch jetzt wieder ein bisschen aktiver ist und ihre Reichweitenvorteile nutzt. Weiterhin sehr gutes Bewegungsverhalten von Tina Rupprecht, das muss man sagen, aber nicht so erfolgreich wie in der ersten Runde. Das war mein Eindruck nach diesen zweiten 2 Minuten in diesem Gefecht.
Das hat Fabiana Bettici gelernt, was du eben angesprochen hast. Variabler sich einzustellen, nicht sofort alles über den Haufen zu werfen, aber auch nicht nach genau einer Taktik zu boxen. Und sie scheint wirklich gut reagiert zu haben. Insgesamt macht das aber, und das können wir einfach an dieser Stelle nochmal erwähnen, einen hochklassigen Eindruck. Beide technisch sauber mit vielen guten, schnellen Bewegungen. Absolut, beide permanent in Bewegung. Sehr gut, wie Ruprecht immer die Distanz verkürzt, dann wieder verlängert, mit schnellen Beinen wieder raus ist. Und sehr gut aber auch, wie sich jetzt Bettici darauf eingestellt hat und mehr ihre lange Führhand einsetzen kann. Sehr schönes, intelligentes Bewegungsverhalten. Einmal mehr von Tina Ruprecht eben. Und dann auch diese klare, starke Linke dazu. Aber auch Bettici zeigt, dass sie da ist. Sehr ausgeglichen das Ganze, muss man wirklich sagen. Schwer, da eine 10 für die eine und eine 9 für die andere zu geben. Diese Runde habe ich fast unentschieden gesehen. Sagen Sie Dankeschön an MDR, Michaela Bench und Partner für die freundliche Unterstützung. Začíná zadní rukou, zadní sporek, nebo zadní rukou, to je jedno. Ale doprava, to furt trošičku chybí. Doprava se točí chybí. Dopředu, doprava. Das war ein starker Treffer von Tina Ruprecht, den wir da gerade noch in der Wiederholung sehen konnten. Ich habe gerade mal ein bisschen versucht, auf Lukas Konecny zu achten. Der ist selbst mal Boxer gewesen, falls Sie das nicht wissen. Dreifacher WM-Herausforderer der WBO im Halb-, Mittel- und Mittelgewicht und auch Interimsweltmeister. Also auch der hat reichlich Erfahrung, von der Fabiana Bettici jetzt im Ring profitieren kann. Und falls Sie sich zu Hause an den Empfangsgeräten wundern, weil Sie dieses sehr hohe Tempo dieser beiden fantastischen Boxerinnen sehen können, ja, die können das durchhalten und haben das schon mehrfach bewiesen. Oh, da sieht man das erste Blut im Gesicht von Fabiana Bettici. Ich glaube, ein Nasenbluten ist das. Ein kleiner Cut auf der rechten Wangenseite, aber kann auch sein, dass das Blut da hingekommen ist. Muss man gleich nochmal genauer gucken. Da ist doch die Nase. Hast recht. Ruprecht macht gerade sehr schön Druck, wie ich finde. Das Momentum gerade auf der Seite der Deutschen, die so gerne den Weltmeistertitel zurück hätte, den sie in den USA hat liegen lassen. Wenn auch zu Recht, sagt sie selbst, das hat mich gestärkt, diese Erfahrung, da in den USA gegen die Nummer 1 der Welt zu verlieren. Bin jetzt sehr gespannt, was Alex Hahn sagen wird, der Trainer von Tina Ruprecht. Da jemand drauf, den ist daneben nochmal gemacht. Okay? Abschließen. Linke Haken oben. Wieder die Handschuhe. Das ist ein Übergang machen. Und dann kannst du wieder rechte lang. Mit dem linken Haken den rechten vorbereiten, das weiß Fabiana Bettici, wie gefährlich dieser rechte Haken von Tina Ruprecht ist. Der hat schon einiges an Schaden angerichtet, vielleicht auch hier
den an der Nase. Also der Cutman bei Fabiana Beticchi wird jetzt dann doch sehr beschäftigt sein. Das war gerade noch Sepp Maurer, der Konditionstrainer von Tina Rupprecht, der ja da noch einige Worte mitgegeben hat. Sehr gefährlich, die Rupprecht mit ihren linken und rechten Haken. Der rechte vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Bin sehr gespannt. Es gibt ja dieses Open Scoring, hast du erwähnt. Wie die Punktrichter das bisher gesehen haben. Aber wir sind jetzt im Grunde... Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört. Bisher. Bisher noch nicht. Also eigentlich müssten sie es jetzt... Open Scoring nach der vierten Runde würde jetzt wahrscheinlich während der fünften irgendwann angesagt werden. Es ist ja in der Theorie ein Heimspiel für Fabiana Beticchi, die Tschechin, weil sie eben zum veranstaltenden Boxstall SES gehört. Aber dadurch, dass sie natürlich hier in Deutschland kämpft, ist das Publikum relativ ausgeglichen, relativ neutral, wie ich finde. Was aber, kann man dazu sagen, zu diesem Kampf gut passt, denn er ist wirklich hochklassig, auch wenn Rupprecht das bislang auch sehr anständig macht, muss man sagen. Also Andreas, ich kann gerade das Open Scoring vorlesen, das haben wir gerade bekommen. Rupprecht führt bei allen drei Punktrichtern bei zwei mit 39 zu 37. Da hat also Beticchi auch eine Runde bekommen und der dritte Punktrichter hat sie sogar 40 zu 36 gepunktet. Also da hat sie alle vier Runden gewonnen. Sieht alles sehr gut aus für Tina Rupprecht. Würdest du da mitgehen? Ich würde da mitgehen, ja. Nicht mit dem 40 zu 36, aber mit zwei Runden Vorsprung auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, wie schon angesprochen, geht es bei der BBC auch mit einem Open Scoring. Das heißt, wir verfügen jetzt als Zwischenstand von unseren Punktrichtern die Punkte. Zwei der drei Punkte bewertet 39 zu 37 Punkte für Tina Rupprecht. Hier sehen wir den Cut. Bewertet sogar 40 zu 36 bei Fabiana Beticchi. Dieses Nasenbluten. Und vielleicht nur zur Erklärung für Sie zu Hause, warum wir das jetzt vorher wussten als der Ringsprecher, der das ja später erzählt hat. Wir haben tatsächlich zuerst diesen Zettel bekommen, konnten das für Sie jetzt vorlesen und dann erst der Ringsprecher Holger Salm. Für mich war die beste Runde von Beticchi bisher die zweite, weil sie dort das hat einsetzen können, was sie auszeichnet, jetzt auch mit der linken Führhand, mit der langen Hand irgendwie den Kampf von der Ringmitte aus bestimmen wollen. Aber Rupprecht ist schnell und ist unfassbar fix unterwegs und trifft immer wieder mit diesen Haken. Sodass sich Fabiana Beticchi auch manchmal mit diesen Klammern behelfen muss, was wir gerade gesehen haben. Das gibt der Boxerin mal einen kurzen Moment an Ruhe, ist nicht erlaubt, aber wird von den Ringrichtern für kurze Zeit, nennen wir es mal, gestattet. Jetzt geht Henrik Schramm, der Ringrichter, 49 Jahre aus Deutschland, nämlich dazwischen. Und jetzt hören wir die Fans von Tina Rupprecht. Der es immer wieder durch diese gute Fußarbeit, durch diese schnellen Bewegungen gelingt, diesen Reichweitenvorteil, den Beticchi natürlich hat, komplett auszuhebeln. Ja, rein in den gefährlichen Bereich. Da schluckt sie ab und zu auch mal was, aber sie ist dann eben auch mit ihren Haken gefährlich in diesem unmittelbar an der Gegnerin befindlichen Bereich. Und dann verlängert sie immer sehr gut wieder die Distanz und geht nach hinten raus. Du hast es gerade perfekt getan. Man konnte es wunderbar sehen, wie sie da
zurückgeht. Also die Fußarbeit, die sie da mit Alexander Hahn erarbeitet hat, ist wirklich richtig gut. Das ist wirklich ein Pitbull, ne? Ja. Kopf unten und drauf zu. Dabei hat auch geholfen, 4 Tage Trainingslager in Ungarn, wo sie gegen Gegnerinnen geboxt hat, 4 Ungarinnen, die den Stil von Fabiana Bitici imitiert haben. Hören wir mal rein, was ihr Trainer sagt. Dann bist du. Du hast sie gut getroffen, die hat die Kammer. Du hast gut getroffen, die hat die Wacke. Okay, nutzt den Moment. Kannst du mir vielen Dank für die tolle Unterstützung. Ebenso geht der Dank raus an deine Spaß. Sie muss drücken. Ja, übernehmen Sie. Wenn Sie direkt über den Körper linken nach oben. Nur von aufwärts zacken und linken Kopf packen, achte darauf. Das ist da. Andreas, ich finde sehr gut, was Alexander Hahn sagt. Das ist sehr bedacht und sehr intelligent, wie er sie hier durch diesen Kampf führt. Die beiden haben ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Ich habe das gerade schon angesprochen. Alexander Hahn ist für Tina Rupprecht wie ein Vater. Sie ist jetzt 31 und seit 2007 wird sie von ihm und seinem Bruder trainiert im Boxgym in Augsburg. Und das merkt man. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt mal eine gute Phase von Bütici, aber Rupprecht hat sofort eine Antwort, auch eben wieder mit der linken Geraden schön geantwortet auf den Treffer, den sie zuvor einstecken musste. Aber Bütici wird, wenn sie hier gewinnen will, wird sie das brauchen. Mehr solche Szenen, wie gerade eben von dir geschildert. Denn die deutlich aktivere Boxerin, die beweglichere Boxerin ist immer noch Tina Rupprecht. Aber dazu müssen wir jetzt auch erwähnen, es werden ja nur 10 Runden geboxt, nicht wie bei den Männern 12. Das haben die beiden auch im Vorfeld angesprochen. Aber worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte, ich sehe ja, was du hier aufgeschrieben hast in den jeweiligen Runden. Gleich wird es das Open Scoring geben. Bald wird Bütici höchstwahrscheinlich einen K.O. brauchen, um diesen Kampf noch gewinnen zu können. Sehr gut möglich. Und nach einem K.O. gegen Tina Rupprecht sieht es im Moment bei weitem nicht aus. Ja, da ist wieder ein bisschen Blut im Gesicht von Fabiana Bütici. Das ist klar, da ist eine Verletzung, die wird in der Pause durch den Cutman kurz gestillt. Aber im Laufe der 2 Minuten kommt es dann wieder. Auch weil Tina Rupprecht immer wieder viel Schlagwirkung entfalten kann. Also Tiny Tina macht sich bemerkbar, ganz besonders im Gesicht von Fabiana Bitici. Wir sagen Dankeschön an unseren Hauptsponsor von Crazy Buzzer. Das verrückteste Spiel- und Track-Angebot Deutschlands. Vielen Dank für den großartigen Support. Rechts neben Fabiana Bütici mit dem Wasser ihr Bruder Sebastian, der immer an der Seite steht bei den Boxkämpfen und der jetzt hier auch zusehen muss, wie sie diese Antwort kassiert von Tina Rupprecht. Wir verstehen ihn nicht, aber was würdest du denn an Stelle von Lukas Konecny ihr jetzt auf den Weg geben? Sie muss auf jeden Fall aktiver werden. Sie versucht ja von der Ringmitte aus diesen Kampf zu dominieren, auf ihre Gegnerin zuzugehen, kommt aber mit der Schnelligkeit und den fixen Beinen von Tina Rupprecht nicht so gut zurecht und hat immer wieder Probleme gegen die linken und rechten Haken. Sie muss versuchen, ihre Führhand mehr zu etablieren. So wie jetzt mal die Längenvorteile ausnutzen. Das wirkt auf mich gerade auch bestimmter. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, kurz bevor es in die Runde ging, hat sie so einmal tief durchgeatmet. Diese Körpersprache hat mir eigentlich ganz gut gefallen von Fabiana Bütici.
Sie macht das jetzt auch, was du angesprochen hast, und insgesamt wirkt sie in dieser Runde etwas gefestigter auf mich. Ja, sie ist unter Zugzwang, muss man ganz deutlich sagen. Genau, und Rupprecht weiß natürlich auch auf der anderen Seite, sie muss jetzt hier nicht so viel tun. Das wird ihr Trainer auch nochmal gesagt haben, mach nicht zu viel, geh hier nicht volles Risiko. Denn klar, die beiden haben eine klasse Kondition, aber wir wissen auch, wenn du dich zu sehr auspowerst, bist du natürlich auch viel anfälliger gegen harte Schläge. Jetzt ist der Cut wieder da. Kann man fast die Uhr nachstellen. Und eine Minute, dann hat Tina Rupprecht den Cut in der Nase wieder geöffnet. Insgesamt aber eine etwas bessere Runde von Bitici. Bin geneigt, ihr die zu geben bisher. Ich glaube, das kann man machen, auch vom Verhalten im Ring. Also nicht nur von den Schlägen, sondern auch von der Ringdominanz, nenne ich es jetzt mal, die sie hier zeigt. War das gut, aber da war schon wieder diese eine Antwort, diese ganz klare Antwort, dieser Schlag von Tina Rupprecht. Trotzdem Menge los. Hat sie diese Runde bei mir auf jeden Fall gewonnen. Und gleich haben wir das Open Scoring und wissen mehr. So ist es. Und du spürst jetzt, hast du getroffen, dranbleiben. Dreh raus hier, dreh raus da. Konzentriert bleiben, ist klar vorne. Die werden alles auf die Karte setzen. Die müssen alle auf die Karte setzen. Ja, wirklich dann. Andreas, ich habe es jetzt ganz nicht über die Außenmikrofone vernehmen können. Ich auch nicht. Ich habe gehört 68-65 und 67-66. Das kann gut sein. Finde ich 67-66, beides für Rupprecht im Übrigen, 67-66 finde ich zu wenig. 68-65 kann ich nicht mehr anfangen. Ah, jetzt bekommen wir es nochmal. Kannst du es gerade für uns vorlesen? Du hast 65-68, 68, 67 und 63-70 sogar. Wow. Es gibt also auch jemanden, der 7 Runden für Rupprecht gegeben hat, wenn ich das richtig gesagt habe. Ich bezweifle, dass es der Punktrichter aus Tschechien sein wird. So, aber wenn wir kurz rechnen, bin gerade tatsächlich nicht so sicher, aber kann sie den Kampf noch nach Punkten verlieren? Ich glaube nicht. Kaum. Also Fabiana Bütici steht gerade vor der größten Herausforderung ihrer Karriere. Das ist hier schon, glaube ich, vor ein paar Runden deutlich geworden. Tina Rupprecht hat sie da, wo sie sie haben muss. Denn jetzt muss sich Fabiana Bütici was einfallen lassen. Schon wieder die rechte Hand von Tina Rupprecht. Die jetzt schon wieder und wieder kommt. Die auch recht schmerzhaft zu sein scheint. War spannende Sache. Sehr spannende und vor allem wirklich hochklassiges Boxen. Macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Man muss auch einfach nochmal sagen, es ist ja im Boxen so. Du hast immer einen Veranstaltungsvorteil. Das ist einfach so. Auch wenn es nicht immer gerecht ist. Aber das ist so. Deswegen bin ich gespannt, wie das am Ende ausgeht. Bitici braucht auf jeden Fall eine ganz starke, überzeugende Runde, wenn sie das hier gewinnen und ihren Titel verteidigen.
Und es sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, Fabiana Bettici hat in ihrer Profikarriere noch nie einen Boxkampf verloren. Das hier wäre der erste. Wir gehen in die letzte Runde. Seconds out, Ring 3, Runde 10. Trotzdem, ich kann das an dieser Stelle mal erwähnen, Andreas Witte hat die letzte vergangene Runde Fabiana Bettici gegeben. Man darf auch schon mal ganz leicht ein Unentschieden in Erwägung ziehen. Denn das wäre ja ein Kampf, den man sich auch ganz gerne ein zweites Mal anschauen würde. Das stimmt. Und veranstaltet vor allem. Ja. Und mit Wiederholungskämpfen kennen wir uns aus. So ist es. Deswegen sitzen wir hier. Die letzte Minute dieses Kampfes startet jetzt. Tina Rupprecht hat einen sehr guten Eindruck gemacht, gerade in der ersten Hälfte, in den ersten zwei Dritteln dieses Kampfes. Fabiana Bettici ist stärker geworden, aber reicht das für den Turnaround? Es bleibt, und es ist wundervoll so, bis zum Ende spannend. Aber die Anstrengungen dieser 10 Runden sind beiden natürlich irgendwo anzumerken. Ich finde aber Bettici schon noch mehr. Ja, Rupprecht marschiert nach wie vor. Sie ist immer wieder die Aktivere. Pendelt auch gut weg im Oberkörper. Also es ist schon wirklich eine starke Vorstellung der Herausforderung. Sie ist im Bayerischen Wald, die Berge hoch und runter gelaufen. Genau für diesen Moment, die letzten 10 Sekunden. Und das war's. Stark. Starker Kampf. Ein fantastischer Kampf zwischen Fabiana Bettici und Tina Rupprecht. Chapeau an beide. Ich habe Rupprecht leicht vorne. Bin gespannt. So, die Punktrichter müssen das Ganze jetzt natürlich noch einmal auspunkten, bis das Ergebnis feststeht. Das gibt uns die Möglichkeit zu erwähnen, dass Tina Rupprecht noch in Teilzeit Schullehrerin ist, Sportlehrerin an der Realschule Zusmarshausen und gesagt hat, dass viele ihre Schülerinnen und Schüler da immer wieder zuschauen und sie sich darüber freut. Also liebe Grüße nach Zusmarshausen. Und schau ihr mal ins Gesicht, die hat ein dickes, fettes Lächeln im Gesicht. Ich glaube auch, weil sie weiß, dass sie diesen Kampf nicht verloren haben wird. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt schon einigen. Ich habe beim Boxen schon so viel erlebt, da wäre ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Und dafür bist du hier, um das Ganze hier einzuordnen. So, Fabiana Bettici sieht nicht ganz so happy aus. Beide sehr fair miteinander umgegangen, auch vor dem Kampf. Es gab keinen Trash-Talk und so weiter. Das ist im Frauenboxen auch nicht so üblich wie im Männerboxen, aber dennoch fair und sportlich waren sie beide. Und das war eben Ulf Steinfort, der Tina Rupprecht da die Hand gegeben hat, der Promoter von SES. Unter dessen Ägide ja eigentlich Fabiana Bettici boxt, aber auch er wird hier zu einem großartigen Kampf gratuliert haben. So oder so, egal für wen das jetzt hier ausgeht. So ist es. So, jetzt kommen noch alle Beteiligten in den Ring, inklusive dieses Weltmeistergürtels, der dann gleich neu verteilt wird oder wieder an die alte Wirkungsstätte gerät. Ich bin sehr gespannt. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, dieser Kampf hat einen unglaublich großen Applaus hier verdient. Was für ein dynamischer,
schneller. Hochspannender Kampf. Tja, und nicht nur die Kommentatoren, sondern wahrscheinlich auch viele hier bei uns im Publikum sind sich tatsächlich nicht sicher, wie das hier ganz genau ausgegangen ist. Meine Damen und Herren, die Zwischenpunkte haben schon Tendenzen gegeben. Die finalen Scorecards wurden ausgewählt und hier sind die Ergebnisse. Pavel Hajnik wertete diesen Kampf 92 zu 98 für Ruprecht. Brahim Ait wertete diesen Kampf 93 zu 97 für Ruprecht. Und Jürgen Langos wertete diesen Kampf ebenfalls 93 zu 97. Und damit Gewinnerin, die neue Weltmeisterin im WBC Atomgewicht ist Tiny Tina, Tina Ruprecht. Hochverdient. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Der Tscheche hat das deutlichste Ergebnis für Ruprecht ausgesprochen. Das finde ich beeindruckend. Sehr fair. Sehr fair. Und eine richtig gute Leistung von Tina Ruprecht, die sich nach knapp einem Jahr wieder Weltmeisterin nennen darf. Diesmal im Atomgewicht. Ja. Tief durchatmen. Dieser Kampf wurde präsentiert für Tina Ruprecht. Wir sagen Dankeschön. Und wir werden jetzt auch ein paar Worte von ihr hören können. Wir sagen Dankeschön für die Unterstützung. Gerne mal ein Foto machen. Herr Ganzer, ruhig nochmal mit ran hier mit dem großen Kranz, damit wir das nochmal für die Ewigkeit festhalten. Dankeschön an Centrops für die Unterstützung. 97-93 hatte ich es auch. Ein Experte, wie er im Buche steht. Ja, nein, aber weißt du, es ist nicht immer unbedingt üblich. Ne? Das muss man auch mal sagen. Du gewinnst nicht immer, auch wenn du die Bessere bist beim Boxen. Hier bei einem fremden Veranstalter sozusagen mit einer so überzeugenden Leistung ein verdienter Erfolg und ihn dann aber auch bekommen zu haben, ist nicht die Regel im Boxen. Deswegen auch ein Lob an das urteilende Ringrichter-Trio beziehungsweise an die Referees an der Seitenlinie und an den Veranstalter, dass hier nicht irgendwie geschmut wurde. So, wir wollen Sie natürlich auch zu Wort kommen lassen nach 10 Runden. Ich glaube, voller Dynamik ist sie jetzt, voller Adrenalin und voller Freude. Tina Ruprecht, war der Kampf so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Erstmal Dankeschön, Berlin. Geiles Publikum. Ja, erstmal einen großen Respekt und vielen Dank an Fabiana und ihr Team. Sie ist eine ganz klasse Sportlerin, ganz faire Sportlerin und ein toller Mensch. Und sie hat eine super, super Leistung gebracht. Ich habe höchsten Respekt vor ihr, weil sie auch jetzt 5 Jahre den Gürtel getragen hat. Vielen Dank. Einen ganz großen Applaus, denke ich. Auf der einen Seite natürlich, die Tiny Tina ist heute Tina the Great. Große Weltmeisterin. Aber ich möchte auch Fabiana Bicicki zu mir bitten, die den Gürtel abgibt, aber ein fast noch Lächeln. You look, keep smiling. So, was a hard, tough fight, right? It was. Thank you so much, Tina, for sharing drink with me. It was a great experience. And today, Tina was better, and I hope we will do rematch. And I will prepare myself even better. And I hope that this will happen, and we will meet again soon. Ich habe sie nach dem harten Kampf gefragt und sie hat erstmal den Respekt ausgesprochen, hat gesagt, sie hat da deutlich die Vorteile gehabt. Sie hofft auf ein Rematch, sie hofft darauf, dass sie sich dann besser und noch deutlicher vorbereitet. Aber ich glaube, nach so einem Kampf von zwei Frauen mit so viel Dynamik wollen wir so einen Kampf natürlich mit Sicherheit nochmal sehen. Aber das, denke ich mal, ist eine Entscheidung, die auf anderen Feldern getroffen werden. Erstmal, congratulations for a great fight and you're Respect Sportswomen, Women and Tina, einen großen Glückwunsch und ich glaube, du hast noch ein ganz großes Dankeschön. Ich glaube, an deinen langjährigen Trainer, der, glaube ich, hat mal ein, zwei Worte verdient. Ja, ein größtes Dank geht an mein ganz wundervolles Team, die schon immer an meiner Seite sind. Dazu gehört mein Trainerstab, Alex,
der uns immer diesen Weg geht. Sergej, sein Bruder, der heute leider nicht dabei ist. Dominik schon immer am Start und der Sepp, der jetzt auch seit kurzem im Team ist und wir haben so hart gearbeitet. Natürlich auch Markus, mein zukünftiger. Ja, und danke an euch, dass ihr immer an meiner Seite seid. So, da hat der zukünftige eine Weltmeisterin demnächst zur Frau. Ich würde sagen, ich gebe jetzt wieder runter zu den Kollegen von RBB und ich hoffe und wünsche, dass wir natürlich einen Kampf gleich erleben, der gleich dynamisch ist. Die Kollegen müssen weitermachen. Danke auch an Benny und SES für diesen tollen Kampf und die mega Veranstaltung, dass es möglich ist, und danke an meine Sponsoren. So, jetzt geht es wieder runter zu den Kollegen.